Herzlich willkommen zu unserem Abendgebet in unserer Kirche St. Verena. Wir sind verbunden miteinander und untereinander. Und wir sind jetzt schon seit 6 Wochen im Lockdown. Immer wieder haben wir es jetzt gelesen, abgesagt, auch in unseren Kirchen, abgesagt oder auch verschoben. Vieles ist abgesagt, aber das Beten, das ist nie abgesagt. Und vieles wird jetzt Schritt für Schritt auch besser. Und es kommt mehr Normalität in unser Leben hinein. Man kann jetzt sogar zum Coiffeur gehen. Ich auch fast. Bald. Es geht aufwärts und mit Jesus geht es sowieso immer aufwärts. Das ist unsere Freude und unsere Hoffnung als Christen und Christinnen. Und darum lade ich Sie wieder ein zu unserem Abendgebet. Verbunden mit Jesus in Hoffnung und in Freude. Wir wollen unser Abendgebet beginnen im Zeichen unserer Hoffnung und Freude. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott ist da und wir sind da. Wir sind verbunden mit ihm wie das rote Band in unserer Kirche. Gott kennt uns und weiß um uns und er begleitet uns. Auf dieses Vertrauen dürfen wir uns stützen. Und deshalb beten wir heute zusammen einen Vertrauenspsalm. Psalm 139, ein Vertrauenspsalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du bemerkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge. Schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Und deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in die Unterwelt verstecken, du bist auch da. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sage ich, Finsternis komme über mich, Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht. Doch für dich ist die Finsternis gar nicht finster, und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist gleich für dich wie das Licht. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich so unglaublich wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wunderbar und wundervoll deine Werke sind. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet,
noch bevor ich zur Welt gekommen bin. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott! Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe! Wollte ich sie zählen, es sind mehr als der Sand. Käme ich zum Ende, noch immer bin ich bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Schaue doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Wir wollen jetzt die Gebetsanliegen aufnehmen, die hier in der Kirche im Fürbittbuch aufgeschrieben sind und von denen wir in den letzten Tagen in unserem Dorf erfahren haben. Wir beten für unseren Bundesrat und alle Verantwortlichen, die große Entscheidungen treffen müssen. Wir bitten für Klarheit, Mut und Besonnenheit. Für alle, die jetzt gerade in den Intensivbetten liegen. Für Ernst, der verstorben ist. Für alle, die überlegen müssen, wie es in nächster Zeit weitergeht, in den Pflegeeinrichtungen, in den Schulen, in den Kirchen. Für unsere Ministranten und Ministrantinnen, die für unsere Senioren unterwegs sind. Für unsere Jugendlichen, dass sie an die Zukunft glauben können. Für Menschen, denen es schwerfällt, nachts einen ruhigen Schlaf zu finden. Wir möchten auch die Fürbitten vortragen, die jetzt in den letzten Tagen in unserem Fürbittbuch eingetragen sind. Ich bitte dich, lieber Gott, hilf mir, dass ich wieder besser atmen kann. Danke. Lieber Gott, hilf mir, dass ich wieder besser laufen kann. Vielen Dank für alles. Vielen Dank, lieber Gott, dass unsere Familie immer noch gesund sein darf. Lieber Gott, wir bitten dich um Regen für den Wachstum unserer Kulturen, damit wir Reserven für den nächsten Winter genießen können und gebrauchen können. Wir bitten dich um Regen, und den haben wir ja, lieber Gott, schon, der uns von der Last des Coronas reinwäscht. Eine letzte Fürbitte noch ist wie ein guter Gedanke an Gott. Oft waren nur wenige im Gottesdienst. Ich dachte, traurig, dass nicht mehr Leute kommen. Jetzt gibt es keinen Gottesdienst mehr und ich freue mich auf den Tag, wenn wir wieder alle hier sein dürfen
auch wenn es nur ein paar wenige Leute sind, beten wir, dass wir das wieder zurückhaben können. Wir beten für Erwin und Lucia, Emerita, Ruth, Rösli und Otto, Emmy, Anni und Maria. Wir beten für alle, die unser Herz bewegt. Wir bringen vor dich alles, was uns diese Tage bewegt. Die Bilder, die wir im Fernsehen sehen, die Worte, die wir in Zeitungen lesen, Gespräche mit Menschen, denen wir oft nur per Telefon begegnen. Gott, wir bringen vor dich alle Menschen, die Trost und Heilung brauchen. Lass sie und uns alle spüren, dass du uns durch diese Krisenzeit hindurchtragen willst. Berühre ihre und unsere Herzen mit der Hoffnung und Freude, die uns Ostern schenkt. Diesen Tag, Gott, legen wir zurück in deine Hand. Du gabst ihn uns. Du gabst uns Zeit füreinander. Wir danken dir für alles, was uns gelungen ist. Wir danken dir, dass du uns behütet hast. Wir bitten dich um Vergebung für das, was wir versäumt haben. Was wir erlebt haben, legen wir zurück in deine Hand. Die Nacht ist die Decke deines Friedens, Gott. Dein Rhythmus der Ruhe für alle Menschen. Die Nacht ist der Mantel deiner Freundlichkeit, Gott. Die Wärme deiner schützenden Hand über deiner Erde. Die Dunkelheit der Nacht birgt die Zeichen der Ewigkeit. Deine fortdauernde Liebe in allem Lebendigen. Voll Vertrauen auf dich überlassen wir uns dir einem erholsamen Schlaf. Voll Vertrauen in dich legen wir die Sorgen des Tages beiseite. In unserem Schlaf sei du unser Begleiter. In unserem Erwachen sei du das Geschenk des neuen Tages. In ökumenischer Verbundenheit wollen wir jetzt gemeinsam das unser Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns der liebende und begleitende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir also gesegnet in die Nacht. Gott ist da und er bleibt da. Und der Herr bleibt immer auch bei uns.